umändern. So. Ah, damit wünsche ich euch erstmal hier einen wunderschönen guten Morgen. Ich hab Bock jetzt auf eine Runde CSGO. Und immer wenn ich den Hintergrund sehe, Alter, ist fucking geil. Mal gucken, wie lange dauert das denn dieses Mal? Na na na. Und das kann ja dauern. Komm, und unser letzte, komm. Oh, Alter, jetzt hat schon wieder einer am Pennen. Ich muss mal schnell bei Almi mal die Stuhl aufzuessen.
erstmal reinhalten wieder hier. Ich hab gehört, Taka soll gut sein. Ja, Alter, natürlich, komm. Boah, der hat 59 in ein, ey. Boah, hast du aber Schwein gehabt, ne? Wow. Was das denn, ey? Ah! Der Herr Balele ist auch da. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Scheiße, Alter. Du machst du auch, Jess.
dann die alle B gegangen. Mache kein Voice an. Hab keinen Bock mit da mit denen zu reden. Weil die ja sowieso eh nur andere Sprachen können. Was sind da für Fotzen, Alter? Komm, hier. Da, Alter. Die Scheiße nehme ich raus. Halt die Klappe, Jess. Spiel du erstmal besser wie gestern, ne? Ach ja, warte mal, wenn du schon mal da bist, muss dir mal noch was geben. Schreib mal was rein. Jess, du Stinker, schreib doch mal was rein in den Chat. So, da hast du was bekommen. Weil das so schön war. Halt die Klappe, Jess! Du und Boosten! Das was gestern war, Alter, das war die höchste, größte Kacke hoch 10, Alter! Hast gesehen, wie das geht? Wow! Warum weiß ich, dass das so schön ist? Ja, okay. Einfach mal Bock. Ja, wow.
War eine schnelle Runde. Würde ich mal sagen. Das ging diesmal ein bisschen schneller. Tja, das Stauste war. Ach komm, ist eine Aufwärmphase. Ich hab gehört, Tacker soll geil sein. Ja, okay. Wie die Hirne gestanden haben. Voll Trottel. Komm.
Ach wow, schon wieder. Alter. Das ist doch eine Vollverarschung. Hat die Klappe, Jess! Mit dir möchte jetzt auch keiner mehr spielen. Let's go. Komm, ich will mal nicht so ein Arschloch sein jetzt. Jetzt habe ich doch wieder Bock auf eine Tacke. Niemand fickt mit mir. Aha.
Jawohl! Ist ja nicht so, dass ich nur eine Kugel gerade drin hatte in meinem Magazin. Okay. Mit der Pistole. Die paar Sekunden. Scheiß AWP Potzen, Alter. Scheiße, Alter, da stand er. Ich hab den nicht gesehen, Alter. Scheiße, erstmal drauf. Nix da!
Alter! Halt die Klappe, Jess! Ja, die stehen hier zu zweit, ey! Was für Camper, ey! Zu steppen, ey. Granate. We must move. Ja, moin. Er rasiert erstmal. Halt die Klappe, Jess! Die kicken dich auch nachher gleich. Ich weiß nicht, was er schreit, aber okay.
Na, eigentlich. Du bist auch schlecht. Du bist schlechter als schlecht. Woher weißt du das? Woher weiß er das wohl? Move it, move it! Move it! Scheiße! Kein Kommentar! Aber hey, die Mates, die machen das jetzt schon. Ich hab mich doch alle. Oh, ich hab gehört, der Autotanker soll geil sein. Ja, bin doch nicht so ein Schreck ein, Mates. Smoke. Bomb has been planted.
Ich hasse dich so sehr, Jess. Einfach hart reinhalten. Wenigstens mal geklappt. Come on, come on, let's go. Smoke. Wow. Kommt sie durch? Komm! 2-2. Komm hier. Ich weiß nicht, was du schreibst, aber okay. Ich kann deine Sprache nicht, aber okay. Komm, baller die noch mal ab! Was machst denn du, Trottel? Ja, okay, ist doch kein Trottel. Hat wenigstens gerade so noch die Kurve gekriegt.
Aber gerade so noch. Ey, komm, aber ich hab schon 10 Kills. Das soll jetzt mal einer nachmachen. Let's go, my friend. Scheiße! Tja, woher konnte ich das nur erahnen? Warum die alle in diese Richtung rennen? Ich weiß, dass ich nicht wieder auf A komme. Guck gleich nach rechts, Alter! Let's make this Reyes rain.
Schweinbein. Grenade out. Deploying flashbang. Geh doch mal zu A, Alter, ey. Warum den Mini einer folgt, ey. Ein Spätsinn. Schafft man nicht mehr. Jetzt gehe ich so rum. Wenn ihr in die andere Richtung geht, Alter, ich raste aus. Renn doch mal in die andere Richtung, in die beiden! So Leute, ich renne jetzt die Richtung. On, alle on, jump, jump. Es soll nicht alle hinterher kommen, alle. Also einfach halt mal AFK, ja, okay. Kann man machen, muss man aber nicht, ne? Hättest du aber nur mal sagen können, dass du mal scheißen gehen musst oder mal pinkeln gehen musst oder mal sonst was? Ups. Ich hab beide den falschen rausgeworfen. Let's go, fellas. Grenade.
Geht runter nach A, Alter. Bleib da nicht stehen, wie die Tanten auf dem Jahrmarkt. Meine Güte. Lauf, lauf! Die verstehen mich doch eh nicht! Die sollen mich doch mal alle an den Füßen fassen, Alter. Aber das hat dafür das auch noch geholt. Let's go! Was macht ihr hier so Schönes? Ja moin. 3, 2, 1 und von hinten. Ach, bist du schlecht. Halt die Klappe einfach! Halt einfach die Klappe! Ansonsten nehme ich den WIP-Status wieder weg. Halt die Klappe, Jess! Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Du magst du mich nicht. Ich nehme dir gleich den WIP-Status weg, wenn du weiter... Renn doch nicht vor meine Fresse, Anton! Fick nicht mit mir! Komm, wo ist der Nächste? Komm, put. Wo bist du denn? Du musst zu einem Chicken gehen und E drücken. Dann ist das dein Chicken, ja? Scheiß auf das Chicken McNugget. Da vorne, guck mal. Nein, ich will kein Chicken McNugget. Doch. Nein. Das ist dein Chicken. Nein, ey. Jetzt hör mir einmal zu. Ich hör dir doch zu! Ja, wieso lässt du dir nichts sagen? Ich will kein Hühnchen haben. Warum nicht? Das beschützt dich. Vielleicht hat das Hühnchen besseren Aim als du. Die Klammer! Go. Roland, du bist so schlecht. Nö, aktuell nicht. Doch. Ei. Mach Voice an. Ich mach kein Voice an, ich will nicht in ihre Sprache hören. Oh, bitte. So. Zwei sind noch da. Nee, doch, zwei. Zwei, jetzt ist ausgeglichen. Gehen wir mit einer Autotacker rein. Den No-Scope. Kannst du das auch? Yes! Alter, wir kommen wieder.
Ich hab gehört, ein Autotacker soll geil sein. Ja, wenn man mit der umgehen kann. Let's move out. Jetzt nehme ich noch einer da mit einem Autotacker. Deploying flashbang. Laying down smoke. Jetzt kommt, sie sind alle auf Wege. Warum sage ich das Board? Die sind alle auf B gegangen. Schieß doch! Naja. Ha, schon wieder verloren. Verdammt, du bist schlecht. Ey, aber ich hab wenigstens 14 Kills gemacht. Er geht einfach wieder. Ich weiß nicht. Ach komm, eine Runde gibt's noch. Eine Runde gibt's noch. Eine Runde geht noch hinterher. Alter, ey. Sind hier schon wieder solche Schlafsusen? So we regret this day. I'm all right, mal weiter aufwärmen mit der Autotacker.
10 Sekunden noch. Bis die Aufwärmphase vorbei ist. Was ist für 5K? Let's go, let's go! Hilfe. Okay. Hier, moin, ich geh einfach mal so durch, ne? Fuck, Alter! Komm, lauf durch, lauf durch! Let's go! Ist hier durch!
Alter. Was du Trottel da schießen musst. Let's go, people. Uff! Nö. Go, go, go! Ich hab keinen Bock, die zu kicken. Scheiße. Ich habe ja doch recht. Ei. We must move. Da haben wir wieder Bock, eine Runde derzeit. Halt die Klappe, mich haben die nicht gekickt. Gehört, Autotacker-Spiel macht Spaß. We must move.
Scheiße! Lauf, 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 lauf. Komm, Horace, lauf. So, komm, zieh mich durch. Move it, move it!
3, 2, 1. Let's go, my friend. We must move. Decoy. Throw in a smoke. Moin. Ah, mach hin. Weil es immer wieder klappt. Was macht er denn? Hol dir Messer, du oder was? Ködergranate kaum mal Spaß macht. Forward.
Komm, scheiß drauf. Ist ja just for fun. Was macht er? Okay. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Was ist das? Ja, moin. Thank you.
was uns ist. Wir kommen wieder. Aus den Steppen. I'm defusing the bomb. Bomb has been defused. Counter-terrorist win. We are back. Ja, natürlich, scheiß AWP-Fotze, Alter. Ja, natürlich. Flashbang. Deploying flashbang.
Arschbein. Wirft ihr mich jetzt raus, Alter, das schwör ich euch. Was machst denn du? Ich glaube, ich werde mal gleich noch eine Runde des Neues machen. Ich will mal schnell mal gucken, ob es was Neues gibt. Ich stelle schon mal langsam aber sicher mal um. Gucken wir auch gleich mal nach, ob wir hier noch neue Modelle finden. So, hier gehen wir ein Mod. Alles. Mal gucken, ob wir da irgendwas neu schon gefunden haben wieder. Was gibt's denn hier so? Okay.
wir machen, wir gehen mal von oben. Okay. Zurück. Was da war das, glaube ich. Was gibt's denn hier so aktuell neu? Vor 29 Minuten gibt es eine. Okay. MBS-Kippe. Okay. Was ist denn hier für eine? Wir gucken mal rein. So einer. Ja, moin, ja, natürlich so ein langer Trailer, natürlich. Zeig mal. Das ist nur für den. Warum nicht jeden Tag etwas Neues? What? Ja. Hey, komm. Wird runtergeladen. Erstmal hier so rein. Ja, moin. Was zur Hölle? Ja, okay. Tieflader, wie ist der denn aufgebaut? Was für eine Länge hat der denn? Das ist nur ein kurzer dreiachsiger. Fiat. Na natürlich, KTM Dirtbike im Lampenschau Simulator. Tagen. Das ist aber irgendwie schon wieder so ein anderer. Oder? Yeah.
Okay. Natürlich. Uff. Was ist das denn für einer? So what? Ja, okay, den lade ich aber auch mit runter, denn. Was kann der hier? Natürlich, eine Rüttelplatte. Natürlich, jetzt kommt auch noch ein Feuerwehrfahrzeug. Sound, wie Mercedes Agra. Ja, okay. Mal gucken, was gibt's denn noch hier? Okay. Gibt es da irgendwie noch ein paar DDR-Fahrzeuge, die hier irgendwie neu dazugekommen sind? Sieht wohl so aus, als wäre nichts Neues mehr gekommen. Was? More Farms von 8 auf 16. Natürlich. IVW 50 Pack, das habe ich ja.
Ich sehe es an Traktoren nichts Neues mehr dazugekommen. Komm. Bild wird runtergeladen. Ja, nun komm. Hallo. Lanz Bulldog ist dabei jetzt. Aber es gibt wirklich nicht mal neue Fahrzeuge. Okay, komm. Oder wie machen das erstmal ohne die Fahrzeuge? Ich hab jetzt noch Bock ungefähr ein Stündchen LS19 zu machen, vielleicht auch ein bisschen länger.
Kann ein bisschen dauern.
Lädt er noch weiter? Ja. So, was starten wir mal jetzt? Den aktuell noch anhängern. Okay.
Komm, wir gehen einfach durch. Ich seh das doch auch. Ja, was jetzt abgeht, das siehst du ja. Landwirtschaftssimulator 19. Mal ein bisschen auf Bauer Horst machen. Position ist eingestellt. Ja, bei 1,2 Tonnen.
brauche ich. Was haben wir hier alles dran zu stehen? So, wie viel ist zu stehen? Den habe ich hier zu stehen, den habe ich hier zu stehen.
Sieg.
Ahnung. Und jetzt einfach besser informiert, die RPR1 Nachrichten mit Sascha Stein. Die Themen um 14 Uhr. Krankenhäuser bereiten sich auf Infektionswelle vor. Bosch entwickelt Corona-Schnelltest. Das RPR1 Wetter, viel Sonne und wieder milder. Live und aktuell. Die RPR1 Nachrichten. Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Deutschland steigt weiter. Aktuell sind es nach Informationen des Robert-Koch-Institutes rund 35.000, sind 5.000 Menschen mehr als gestern. Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet mit weiter steigenden Belastungen für Krankenhäuser und Praxen, hat die aktuelle Situation als Ruhe vor dem Sturm bezeichnet. Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt. Damit unser Gesundheitssystem diese Herausforderung meistert, müssen wir es schaffen, die Ausbreitung des Virus, die Zahl der Infektionen zu verlangsamen. Und einen weiteren Zeitgewinn haben wir nicht zuletzt auch durch die große Zahl der Testungen. Wir haben zwischen 300.000 und 500.000 Tests in der letzten Woche in Deutschland gehabt. Das dürften die meisten Tests in einem Land auf der ganzen Welt sein. Und diese Zeit wollen wir jetzt auch nutzen. Daran arbeiten alle vor Ort und wir in der Bundesregierung Tag und Nacht. Bei der Testung könnte es eine Verbesserung geben. Der Technikkonzern Bosch hat nach eigenen Angaben einen Schnelltest auf das Coronavirus entwickelt. Das soll demnach schon im April auf den deutschen Markt kommen. Großer Vorteil, das Testergebnis soll nach nur 2,5 Stunden feststehen. Bisher dauert das Ergebnis noch bis zu 2 Tage. Durch die Krise ist auch die Verbraucherstimmung massiv eingebrochen. Das geht aus dem GfK-Konsumklimaindex für März hervor. RPR1-Reporter Nils Paul. Die Verbraucherstimmung ist so tief gefallen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Die Menschen in Deutschland gehen davon aus, dass ihr Einkommen im Zuge der Corona-Krise sinken könnte. Steigende Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sehen sie mit Sorge. Die Rezessionsangst geht um. Infolgedessen ist den Deutschen auch die Lust auf größere Anschaffungen vergangen. Ihre Konsumprognose von 1% Wachstum für dieses Jahr ziehen die GfK-Experten zurück. Eine seriöse Prognose sei erst möglich, wenn sich wieder Normalität abzeichnet. Verbraucherschützer haben den Plan einer Gutscheinregelung in der Tourismusbranche kritisiert. Gutscheine seien unfair und diese staatlich abzusichern aufwendig, so der Bundesverband der Verbraucherzentralen. Vertreter der Bundesregierung haben jetzt Branchenforderungen aufgenommen, wonach Kunden bei stornierten Flügen und Reisen Gutscheine statt einer Kostenrückerstattung bekommen. Ziel ist es, Fluggesellschaften und Reiseveranstalter finanziell zu entlasten. Bislang haben Verbraucher das Recht auf eine umgehende Rückzahlung ihres Geldes. Und alle Nachrichten auch auf rpr1.de. Danke, Sascha. Jetzt alle Blitzer und Staus von der Südpfalz bis nach Köln mit Ralf Schwoll. Aktuelle Blitzer stehen auf der A62 bei Landschulatzl in der Baustelle. Hier gilt Tempo 60. Weiter auf der B51 Bitburg Richtung Trier bei Neuhaus und auf der 60 Mainz Richtung Rüsselsheim zwischen Gänzern-Büstersburg und Rüsselsheim in einer kleinen Baumgruppe. Jetzt die aktuellen Staus und Behinderungen auf der 5 zwischen Nordwestkreuz Frankfurt und Bad Homburger Kreuz, wenn ihr aus Frankfurt kommt. Ein Unfall, hier im Moment eine Sperrung der Autobahn. Die Umleitung erfolgt über die 13. Die A66 Wiesbaden Richtung Frankfurt zwischen Waller und dem Wiesbadener Kreuz, ein kaputtes Auto. Das gleiche auf der 643 Mainz Richtung Wiesbaden im Schiersteiner Kreuz in der Überleitung zur A66 Richtung Frankfurt. Wenn ihr noch was habt, einfach eine WhatsApp schicken an die 0621 59 und 4x0 Gutfahrt. Dankeschön, Ralf. Ich starre schon die ganze Zeit auf die Wettercams, die bei uns im RPR1 Studio hängen und versuche, eine Wolke zu finden. In Ludwigshafen, da ist eine. Ansonsten aber wirklich strahlend bei mir überall. 10 bis 12 Stunden Sonne am Tag, maximal 11 Grad am Nachmittag. Aktuell ist bei 10 in Bad 9a, 8 in Degweiler, 9 in Wittlich und 7 in Idar-Überstein. Morgen und am Samstag sieht es genauso aus. Es wird sogar noch ein bisschen frühlingshafter, bis zu 18 Grad am Samstag. Und dann gibt es einen kleinen Temperatursturz. Der RPR1 Nachmittag mit Ina Meyer. Für alle im Homeoffice, heute ist Donnerstag. Wie läuft's eigentlich bei euch so? Seid ihr mittlerweile an eurer Jogginghose festgewachsen? Und findet es eigentlich total super, von zu Hause aus zu arbeiten? Oder sagt ihr jetzt, wo die zweite Woche für viele langsam zu Ende geht, naja, irgendwie vermisse ich meine Kollegen schon. Selbst die zickige Frau Schmidt aus der Buchhaltung. Erzählt mal. Homeoffice, euer Traum vom Arbeiten? Oder hängt's euch schon zum Hals raus? 0800 8 und 3 mal die 2.
er denn? Den kleinen oder den groß? Gute Teil.
Mach den Geiersturzflug mit uns. RPR 1, neue deutsche Welle.
Ja. So, aber ich mache erstmal hier einen Cut und ich würde sagen, wir sehen uns dann heute Abend wieder. Damit bin ich auch raus erstmal und ich wünsche euch erstmal einen angenehmen Tag und bis heute Abend.